Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der letzten Folge haben wir gegen den Fake Sheep Squatch kläglich versagt, der seltsamerweise stärker war als der echte. Und das werden wir dann beim nächsten Mal wieder probieren, wenn es ein nächstes Mal gibt. Man weiß es ja nicht. Wie viel Leben hast du eigentlich, Kollege? Wieso sehe ich dein Leben nicht? Aber die Erfahrung nehme ich gerne mit. Oh Gott. Oh, was läuft denn da hinten rum? Der ist aber... Okay, das sind zwei. Da sind drei. Kannst du mal einen Schritt zurückgehen? Junge! Habe ich ihm seinen Arm weggeschossen. Aber ich habe da hinten drei Kackbatzen gesehen. Wenn wir da jetzt hingehen und sie wegballern, könnten wir Probleme kriegen. Zuerst werden wir die Schwachen los. Au. Oh, du bist der Legendäre. Und mein Hammer ist nicht einsatzbereit. Und ich habe die ganze Munition verschossen, ne? Ja, das ist ein bisschen blöd. Au. Wie viel Schaden mache ich dir? Nicht genug. Das wird all meine Munition kosten. All meine Stims, glaube ich. Hätte ich jetzt nur ein Jetpack. Aber ich weiß, wo ich hin nicht gehen kann. Wo er mich nicht erwischt. Damit hast du nicht gerechnet, du Kackbratze, hä? Oh. Tiere können nicht so intelligent sein, dass sie sich verstecken. Aha. Du gehörst mir, mein Freund. Du kannst nichts dagegen machen. Das Nachladen dauert viel zu lange. Komm! Komm her! Was ist denn los? Kalte Füße bekommen oder was? Hä? Na toll, jetzt ist er legendär geworden. Also richtig legendär. Ich hasse es, dass die zwei Leben haben. Ich bin ein Feigling und du bist blöde. Steckst du fest? Er fällt! Fall bitte nicht aus der Welt. Das wäre echt scheiße. Weil ich möchte gerne den Loot haben. Das ist mir schon mal passiert. Ich will nicht, dass es noch mal passiert. Aha. Arme Sau, arme Sau. Ich hab locker schon 100 Munition in ihn reingeballert, glaube ich. Schade, dass ich meine 50er an, der Mission verschwendet habe, ey. Schießschwert, wow. Zwei Sterne. Verursacht 30% Schaden gegen Roboter, 40% schnellere Angriffsgeschwindigkeit. Gegen Roboter. Ja. Ich meine, dem Sheep-Squatch will ich ja nicht zu nahe kommen, also. Wir testen es einfach an dem Typen. Der ist ja auch schon ziemlich stark, ne? Muss man dazu sagen. Ernsthaft? Ich hasse diese Dächer. Komm her! Der Hammer ist was anderes. Aber er ist gerade abgelenkt. Ja, wenn ich an dem schon so wenig Schaden mache, ich würde dich zum Scheitern bringen. Dann hat das keinen Sinn. Ich hab einen Kopf.
Ja, solange er mich nicht bemerkt, ist gut. Hallo. Noch ein Kopf. Aber der andere ist eine Rüstung gewesen. Stirb! Ja gut. Wir haben festgestellt, das Schwert ist scheiße. Aber es ist halt einhändig. Man kann es noch ein bisschen... ja... verstärken. Ne? Aber ich will es jetzt nicht schlecht reden. Aber wir werden es verhökern und dafür ein richtig schönes Item holen. So, wird durch wiederholtes Nachladen aufgeladen. Je mehr Ladung, desto höher der Schaden. Das ist eine Waffe? Das ist eine Waffe. Funktioniert mit Zellen. Ich habe sogar Munition dafür. Wie funktioniert das jetzt? Ach so, ich verstehe. Ich kann Munition reinladen. Und es wird halt immer heftiger. Ich habe jetzt 5 Munition, ist das Maximale. Nette Gerätschaft. Aber im Endeffekt, ja. Kann man vielleicht upgraden oder so. Oder verkaufen. Mal gucken. Vielleicht gibt es Leute, die das haben möchten. Ist ja nicht schlecht. Das ist schon gut, wenn man es aufgeladen hat. Nur es leuchtet ein bisschen zu stark. So, ist das Event noch da oder habe ich jetzt viel Zeit verschwendet? Wieso gehe ich da eigentlich nicht direkt hin? Hä? Es gibt nur eine Möglichkeit, das falsche Volkszählungsergebnis zu korrigieren. Mord. Ja, ich will da hin. Ich kann da nicht hin. Na ja, gut. Dann laufen wir hin. Oh oh. Keine Brandbestie, bitte nicht. Ich finde es sehr schön, wie die FPS hier plötzlich flüssiger werden. Das gefällt mir, muss ich sagen. Das gefällt mir. Wahrscheinlich, weil es am Arsch der Welt ist. Ich hab dich gehört, Junge. So. Habe ich Krankheiten, die vielleicht meine Stärke reduzieren? Weil ich würde ehrlich gesagt jetzt wieder ohne Power-Rüstung rumlaufen. Das war jetzt nur für das Event. Effekte. Du blutest aus Wunden. Okay, das ist ja gar kein Problem. Dann kann ich hier rausgehen. Gucken wir mal. Ich bin überladen. War ganz schön, ne? Das ist Kacke. Wie viel wiegst du? 8. Ja, Skischwert wiegt nicht wirklich viel. Was habe ich denn mitgenommen, dass das so viel wiegt? Schrott vielleicht? Ja, das Leder kann. Pst, Leder kann weg. Vorkriegsgeld kann weg. Vakuumröhre kann weg. Schraube. Na gut, das brauche ich. Habe ich vielleicht irgendwelche Raketen mitgenommen? Na gut. Ich freue mich, wenn wir unseren Rucksack haben. Dann können wir das Umsteigen vergessen. Dann brauchen wir es nicht. Das Event ist bestimmt schon weg, bevor ich überhaupt ankomme. Ich bin noch voll falsch gelaufen. Ja gut, ach, müssen wir hier nehmen? Nee, das Event ist da hinten. Oh, bei einem Bunkerchen, das wir noch nicht kennen. Das müsste dann die letzte Aufzeichnung der Aufseherin sein, ne?
Und nach dem Event holen wir die nächste 3-Sterne-Waffe. Ich glaube, im Schnitt schaffen wir es einmal die Woche, so eine 3-Sterne-Waffe zu kriegen, ne? Wenn wir Glück haben. Weil es, ich hatte ja schon vorher jede Menge. Wollten wir nicht das Motel untersuchen? Da war was. Oh oh. Wieso ist hier ein Raketending ins Kiechens? Leuchtender Grubenhauer. Das ist halt das Problem. Eine 10mm, es dauert sehr lange, bis die tot sind. Mit einem Schuss wäre es halt am besten. Jetzt wurde ich schon gesehen. Mist. Ah, ich hab die Brille zerschossen. Jetzt bist du blind. Schlüssel des Bergarbeiters. Mal wieder. Hä? Ach da. Der versteckt sich voll. Ich habe ihm sein Auge zerschossen. Lol. Geh doch mal weg. Oh, ich könnte hier locker meine Kralle einsetzen und die würden alle umkippen. Hm. Was soll ich sagen? Erdbeben? Erdbeben gefallen mir ganz und gar nicht. So. Ich muss erst das Gebäude hier entdecken, damit wir einen Spawnpunkt haben. Was für eine Rüstung bist du? T60. Energie knapp. Jetzt nicht mehr. Firebase Hancock. Auf Seren? Warst du nicht hier? Hm. Na gut. Zeit, das Event zu machen. Ich muss irgendwas umbringen. Umbringen ist immer leicht. Die ganze Munition, die wir diese Woche bekommen haben, ist gleich schon wieder weg. Es geht einfach viel zu schnell. Event? Hallo? Ich stehe jetzt genau drauf. Verzieh dich! Ich hasse diese kleinen Mikrofliegen. Gut, Event ist anscheinend nicht existent. Vielleicht... Jetzt? Jetzt? Warum? Warum schwören die vor den Augen rum? Ich verstehe es nicht. Ich check dieses Event nicht, wenn es nicht funktioniert. Nur für den Fall, dass ich da ein paar bessere T60-Rüstungen finde. Noch ein Erdbeben. Schon wieder. Die Intervalle werden ein bisschen kürzer, oder? Gefällt mir nicht. Oder läuft irgendwas rum? Oh, legendär. Sheep Squatch. Ja, gut. Tun wir einfach mal so, als wäre es effektiv. Ich glaube, der steckt da fest, oder? Nein. Hallo. Grins für mich. Los, tu was Nettes. Na los. Ach. Willst du mich verarschen, Junge? Na gut. Kann ich dir eigentlich ins Gesicht schießen? Ich meine, so wirklich viel scheint es ja nicht zu machen. Okay, ich hole meine 10mm. Das wird zwar sehr viel Zeit beanspruchen und Munition, aber anscheinend ist er gerade dumm.
Ja, das wird sehr viel Zeit kosten und Munition. Aber ich habe unendlich Stims, du kannst machen, was du willst, Junge. Oh Gott, das wird all meine Munition aufbrauchen. Scheiße. Und jetzt heilt er sich auch noch. Naja, komm näher. Geht's dir gut, Junge? Oh, Zeit, ein Foto zu schießen. Oh, danke. Oh, das war richtig gut, mein Freund. Oh, es hat ein bisschen gedauert. Aber er ist tot. Ja, gut. Nicht das Beste, aber ein paar Punkte wieder. Hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Vor allem Lederrüstung. Naja. Oh, ich hätte noch irgendwie Granaten und so weiter werfen können, ne? Lasergewehre. Oh, ich hätte noch viele Möglichkeiten, ihn zu töten. Ich habe erstmal alle Munition verballert, die ich sonst so hatte, weil ich wollte die 10 mm jetzt nicht alle raushauen. Da habe ich lieber gewartet. Ja, das Event ist immer noch hier, aber es startet nicht. Was auch immer hier sein sollte. Man muss dafür irgendwas tun. Doch ich kann es nicht. Naja. Da ist ein Verbrannter. Ja, aber finde ich cool, dass der Sheep Squatch hier war. Hat sich wenigstens gelohnt herzukommen, ne? Das war jetzt nicht so umsonst. Aber ich habe gelernt, meine Munition am Mann zu haben. Ich muss echt Stahl sammeln oder so. Ich werde in der Woche wohl ein bisschen Stahl sammeln müssen und Munition herstellen. Geht nicht anders. Sonst komme ich hier nicht klar. Weißt du, wir haben nie den Sheep Squatch gesehen. Seit dem Update. Jetzt sehen wir ihn ständig. Also ein bisschen seltsam, ne? Aber ich meine, der ist ja auch stark und furchterregend. Junge, Junge, Junge. Na gut, guck mal hier. Ah, die Jungs, ihr seid zu spät dran. Der ist schon tot. Wollen die zum Event? Oder stehen die da nur rum? Naja, wir gehen jetzt einfach mal kurz nach Hause. Dann werden wir das Motel gleich durchsuchen. Wobei, ich weiß nicht, ob das zeitlich noch irgendwie sich lohnt. Aber mal gucken. Zur Not spiele ich einfach bis zu der Stelle weiter, wo wir waren. Weil das ist jetzt meine letzte Folge, die ich aufnehme. Und da muss ich halt noch kurz nachspielen. Es sei denn, wir finden was anderes, was wir machen können. Da, ich bin einfach die Folge. Sobald wir das Zeug eingetauscht haben. Und dann schneide ich einfach von der nächsten Aufnahme mit was rein. Das klingt besser. Es klingt besser, als irgendwie jetzt Arbeit zu suchen. So, dann gehen wir mal kurz hier hin. Gucken, was wir für eine Waffe rausbekommen und dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel Zeit wir jetzt aufgenommen haben, aber ich werde sehen, ob es für eine ganze Folge reicht und wenn nicht, dann schnippel ich noch was von nächster Woche mit rein. Das heißt, nicht wundern, wenn ich in nächster Woche wieder ein bisschen schlechter aussehe, weil ich bin ja dann eine Woche älter. Es ist mindestens eine Falte. Irgendwo. So. Zeit, das Zeug loszuwerden. Aber ich muss sagen, die Rüstung, die wir gerade bekommen haben, das war die Munition nicht wert, die wir reingeballert haben. Ganz und gar nicht. 15. Nice. 3. Okay, Mädel. Gib mir eine Fernkampfwaffe, die ich gut gebrauchen kann. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt, was schon mal kacke ist, weil das eine Waffe ist, die ja wenig Schaden hat. 50% Körperteilschaden, 50% Schadensresistenz beim Zielen. Ja gut. Ich habe das Gefühl, dass man bekommt hier nichts Gutes. Ich habe echt das Gefühl, man bekommt hier einfach nichts Gutes. Ja, scheiße. Na gut, Freunde, ich würde sagen, ich tue das jetzt einfach mal in den Shop wieder rein
werde vielleicht die Preise ein bisschen anpassen, dass sie nicht zu krass drauf sind. Und dann sehen wir uns in entweder der nächsten Folge oder jetzt gleich wieder.